Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe heute zwei Zuschauerfragen dabei, die sich ergänzen, nämlich einmal von X Eternal und von John Vincent Rager. Und zwar fragt der eine nach, was ist eine gesunde Beziehung? Der andere fragt, ob man denn unbedingt dieses Desinteressensspiel in einer Beziehung spielen muss. Und wenn du das jetzt nicht kennst, das Desinteressensspiel, das bezieht sich halt einfach darauf, dass du, sag ich mal, die Frau so ein bisschen links liegen lässt und sie dann wieder Bock auf dich hat. Also wenn es schlecht in der Beziehung läuft, dann ziehst du dich ein bisschen zurück, meldest dich nicht mehr und dann hat sie wieder mehr Bock auf dich, weil du halt nicht mehr verfügbar bist. So, und er fragt halt, ob man das unbedingt spielen muss. Und darauf will ich heute antworten, denn diese beiden Themen gehören natürlich zusammen, gesunde Beziehung oder Desinteressensspiel in einer Beziehung, was eher eine ungesunde Beziehung wäre. Und ich zeige dir heute oder erkläre dir heute, wie du eine gesunde Beziehung führst und was es mit diesem Desinteressensspiel auf sich hat. Also nicht nur für die beiden interessant, sondern auch für jeden. Definieren wir erstmal, was ist in meiner Welt eine gesunde Beziehung? Was sind wichtige Faktoren? Zuallererst mal ist da Kommunikation. Wenn du nicht kommunizierst mit deiner Partnerin, mit deiner Freundin, dann hast du verkackt. Dann ist die Beziehung im Arsch. Stell dir das so vor, also ihr seid ein Team. Und stell dir das mal so vor, als wärst du in einem Fußball- oder Football-Team. Ja, und du würdest mit deinen Teamkollegen nicht kommunizieren. Wie würdest du dann gewinnen? Na, du würdest natürlich verlieren. Genauso ist es, wenn du nicht mit deiner Partnerin kommunizierst. Deswegen möchte ich zuallererst mal auf das, was X Eternal geschrieben hat, eingehen. Im Sinne von, sollte ich ihr nicht mehr schreiben und mich nicht mehr bei ihr melden, um cooler zu wirken, um mich ein bisschen zurückzuziehen? Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Immer kommunizieren mit der Frau. Dann muss man verstehen, dass viele Beziehungen deswegen schlechter werden über die Zeit, aus drei verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, du hörst auf, an dir zu arbeiten. Zweiter Grund, du kümmerst dich nicht gut um die Frau. Und der dritte Grund ist, du wirst faul und machst nicht mehr die Sachen, die du vorher gemacht hast. Also wenn sich irgendwas in deiner Beziehung verändert, negativ, dann hat das eine dieser drei Gründe als Ursache höchstwahrscheinlich. Erster Grund, du kümmerst dich nicht mehr um dich selbst. Viele Männer, und das kennst du sicherlich auch, kommen in eine Beziehung und dann sind sie auf einmal nicht mehr erreichbar. So als wären sie gestorben. Natürlich sind sie noch am Leben, aber du hörst nichts mehr von denen, weil sie jetzt nur noch mit ihrer Freundin unterwegs sind, nur noch in der Beziehung verschwunden sind. Das ist für den Anfänger ganz interessant und funktioniert ja auch für die ersten paar Wochen und auch Monate, wenn man viel aufeinander hängt. Aber irgendwann hat man auch einfach keinen Bock mehr aufeinander. Das ist ja ganz normal, wenn du die ganze Zeit mit deinem besten Kumpel zusammenhängen würdest oder die ganze Zeit mit deiner Familie, irgendwann hast du halt keinen Bock mehr. Irgendwann brauchst du mal Zeit für dich. Und das ist erstmal ganz normal. Und viele Männer hören dann einfach auf, sich um sich selbst zu kümmern, sondern sind nur noch in der Beziehung. Und das passiert auch oft, wenn die Männer merken, oh, mein Leben läuft nicht so und das gibt mir echt unangenehme Gefühle und ich will diese unangenehmen Gefühle loswerden. Wie mache ich das? Ich besorge mir eine Freundin, dann fühle ich mich besser. Tolle Idee. Der beste Weg in eine ungesunde Beziehung ist dieser Weg. Das heißt, wenn du in eine Beziehung gehst, nur weil es dir schlecht geht, schlimmer kannst du es nicht haben, deswegen funktioniert deine Beziehung dann auf jeden Fall nicht. Viele Männer werden halt faul in Beziehungen, hören auf, an sich zu arbeiten und dann ist natürlich klar, dass die Beziehung schlechter wird. Ne? Die Frau hat dich kennengelernt, du warst gerade dabei, voll durchzustarten, hast mit Frauen geflirtet, hast dich um deinen Körper gekümmert, warst fit, warst vielleicht muskulös, warst gesund, hast dich um deine Karriere gekümmert, mal als Beispiel, und warst einfach so on top of your game, also oben auf deinem Leben auf. So, und dann bist du in der Beziehung und fängst langsam aber sicher an, mehr mit der Frau zu machen, mehr auf die Frau einzugehen und nur noch Zeit mit der Frau zu verbringen und und dich um die anderen Sachen nicht mehr zu kümmern, Und dann irgendwann fragt die Frau sich halt auch, okay, wo ist dieser attraktive Mann hin, den ich am Anfang so toll fand? Wo ist der hin? Ja, Männer gehören auf, ins Fitnessstudio zu gehen, werden immer fetter, fressen mit der Freundin ungesunde Sachen, habe ich selbst auch gemacht. Größter Mist, den du machen kannst. Männer konzentrieren sich weniger auf ihre Freunde, lassen ihre Freunde links liegen, lassen ihre Hobbys links liegen, damit sie mehr Zeit mit der Frau verbringen können. Und das merkt die Frau natürlich. Und die Frau muss sich dann fragen irgendwann, Alter, was ist das für ein Mann, den ich hier an meiner Seite habe? Und dann wird die Anziehung geringer, dann ist es eine ungesunde Beziehung, dann wird auch der Sex weniger. Das ist die eine Sache. Das heißt, du solltest dich immer in der Beziehung um dich selbst kümmern. Die zweite Sache ist, du kümmerst dich nicht genug um die Frau. Und die hat auch mit der dritten Sache zu tun. Du sollst dich nicht übertrieben um die Frau kümmern. Das habe ich ja gerade gesagt. Du sollst nicht die ganze Zeit da sitzen und nur bei der Frau sein und mit den Gedanken nur bei der Frau sein. Aber du solltest deine Frau, deine Freundin behandeln wie deine Königin so ein bisschen. Heißt nicht, dass du dir alles gefallen lassen musst, wenn irgendwo mal das Ende ist, dann solltest du es auch sagen, solltest du es auch klar sagen und solltest dir auch klar sagen, hey, hier ist Stopp, so hör mal auf, reiß dich jetzt zusammen oder geh. Hart durchgreifen können muss man, aber du solltest dich ein bisschen wie deine Königin behandeln, du solltest dich einfach um sie kümmern und das hast du wahrscheinlich auch am Anfang der Beziehung gut gemacht. Ja, du hast Parfüm aufgetragen, hast dich schick gemacht, wenn ihr unterwegs seid,
Hast sie irgendwie massiert vor dem Sex? Hattet lange Vorspiel vor dem Sex? Hast lange Kuschelmähen nach dem Sex? Hast dir alles angehört, was sie so erzählt hat? Wenn sie von ihrem Tag erzählt hat, hast du ihr gerne zugehört, weil du einfach ihre Stimme geliebt hast? Und mittlerweile ist es so, du hörst ihr zwar zu, aber denkst dir so, Alter, kann die auch aufhören zu reden? Kann die aufhören, immer den gleichen Bullshit zu erzählen? Und da hat sich etwas geändert. Ja, du hörst nicht mehr so aufmerksam zu und das merkt die Frau natürlich. Und ich garantiere dir, jetzt speziell an X-Eternal, oder ich garantiere euch, wenn irgendwas in der Beziehung nicht mehr so gut läuft, dann machst du hundertprozentig irgendwas jetzt anders, als du es am Anfang gemacht hast. Hundertprozentig. Du gibst dir auf irgendeine Weise jetzt weniger Mühe als am Anfang. Oder, wieder zurück zu Schritt Nummer 1, du gibst dir viel zu viel Mühe und konzentrierst dich nicht mehr auf dich selbst. Am Anfang der Beziehung hattest du einen sehr, sehr guten Ausgleich zwischen diesen beiden Polen. Den musst du immer wieder herstellen. Du musst immer wieder zurückschauen und gucken, wie war es denn am Anfang der Beziehung? Wie war denn dieser Pol zwischen ich kümmere mich um mich selbst, ich kümmere mich um die Frau? Und das wieder herstellen. Was hast du denn Besonderes gemacht am Anfang der Beziehung? Besonders gut zugehört, dich besonders bemüht? Mach das wieder. Kümmere dich wieder um dich selbst, so wie du es auch am und vor der Beziehung gemacht hast, am Anfang der Beziehung und vor der Beziehung. Ja, das ist ganz wichtig. Dieser Anfang der Beziehung, wo es gut läuft, sollte dir immer als Reflexionsfläche dienen, um zu gucken, was läuft jetzt schlechter? Was habe ich damals besser gemacht? Da solltest du regelmäßig hinschauen und gucken, was denn da passiert ist. Die dritte Sache ist, und das habe ich quasi jetzt schon mit erklärt, dass du Dinge anders machst als am Anfang der Beziehung, habe ich ja gesagt, ist die dritte Sache, das haben wir gerade schon geklärt und da habe ich dir gerade schon drüber erzählt. Also wenn du Dinge anders machst als am Anfang, wenn du dir weniger Mühe gibst, dann ist das offensichtlich der Grund dafür, dass es schlechter läuft. Das heißt, check mal bei dir, X-Eternal, und auch bei allen anderen da draußen, Thema Beziehung, checkt einfach mal in eure Beziehung, wie läuft es momentan, nehmt euch immer mal wieder Zeit und überlegt mal, bin ich noch so wie am Anfang, bemühe ich mich noch so wie am Anfang, kümmere ich mich noch so um mein eigenes Leben, wie ich es am Anfang getan habe, wenn nicht, dann adjustiert das wieder, dann zurück zum Anfang. Ja, das ist ungefähr so, als würdest du so ein Investmentportfolio haben, also du investierst Geld und du willst es halt immer gleich haben. Dann musst du halt immer mal wieder schauen, okay, wo muss ich wieder ein bisschen was reinstecken, damit das wieder sich ausgleicht alles. Genau das musst du hier auch machen, du musst immer mal wieder schauen. Und dann kann es auch Sinn machen, dass du mal, wenn es schlechter läuft mit der Frau, ein bisschen Abstand nimmst von der Frau. Aber bitte nicht so, wie du geschrieben hast, nicht so auf, ich melde mich nicht mehr und ich bin super cool und sie weiß nicht, warum ich mich nicht melde. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Am wichtigsten ist, wie gesagt, Kommunikation. Auf keinen Fall machen. Aber du sagst der Frau einfach, hey, ich brauche diese Woche mal ein bisschen Zeit für mich. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und dann nimmst du dir die Woche Zeit und überlegst mal, wie läuft es dir gerade in der Beziehung? Was habe ich am Anfang anders gemacht? Und dann nutzt du die Woche auch, um dich wieder mehr um dich zu kümmern. Ruf alte Freunde an. Kümmere dich um dich selbst. Training, Karriere, Hobbys, was auch immer. Und dann gehst du zurück zur Frau. Das ist ja ganz normal, okay? Weil, wie gesagt, wenn du mit deinen Freunden die ganze Zeit rumhast oder Familie, brauchst du auch mal Abstand. Ja, du nennst das das nervige Desinteressespiel, aber ich würde das einfach nennen ganz normaler Abstand, den auch Leute mal zueinander brauchen. Aber wie gesagt, nicht auf diese manipulative Weise. Nicht im Sinne von, ich mache jetzt X und dann mag die Frau mich wieder. Nein, nein, das ist nicht der Punkt, dann ist es behindert. Sondern im Sinne von, okay, ich merke, es läuft gar nicht so gut, jetzt ziehe ich mich mal zu mir zurück und schaue mal, was denn hier überhaupt abgeht. Okay? Und sei auch damit in Ordnung, wenn die Beziehung dann zusammenbricht. Ja, wenn die Beziehung deswegen zusammenbricht, weil du mal eine Woche Abstand nimmst, dann ist es halt so, dann hat es nicht gepasst. Dann sollte das so nicht sein. Das ist ganz wichtig. Diese drei Sachen und Kommunikation ist sehr wichtig, habe ich am Anfang gesagt. Und nimm dir einfach immer mal regelmäßig Abstand und schau mal, wie die Beziehung läuft. Was hast du am Anfang gemacht, was du jetzt nicht mehr machst? Und da gibt es hundertprozentig irgendwas. Wir Männer tendieren einfach zur Faulheit in Beziehungen. Ich kenne es von mir selbst, ich kenne es von jedem anderen. Am Anfang gibt man sich Mühe, dann ist alles selbstverständlich. Und wenn Dinge selbstverständlich werden, dann geben wir uns weniger Mühe. Das sind auch nicht nur wir Männer, das sind Menschen allgemein. Sobald wir Sachen als selbstverständlich sehen, geben wir uns weniger Mühe. Das klappt aber in Beziehungen mit Menschen nicht so gut. Und da muss man halt immer wieder mal überlegen, wie war es am Anfang, wie viel Mühe habe ich mir am Anfang gegeben und das wieder zurückholen. Und das hat Tony Robbins mal ganz gut gesagt, wenn du dir die gleiche Mühe am Anfang der Beziehung machst, wie du dir am Ende der Beziehung machst, dann gibt es kein Ende der Beziehung. Na, mit diesem Satz beende ich das Ganze hier. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch Fragen hast, wie die beiden, stell sie mir in die Kommentare. Wenn du noch Fragen zum Thema hast oder ihr beide auch Fragen zum Thema habt, stell sie mir in die Kommentare. Ansonsten geht es hier links zum Abonnieren des Channels unter mir. Kannst du zum Coaching bei mir kommen, wenn du keinen Bock mehr hast auf Jungfräulichkeit, wenn du auch mal eine Freundin haben willst oder wenn du Probleme in deiner Beziehung hast, wenn du Frauen kennenlernen willst. All diese Probleme lösen wir im Coaching. Komm zu mir. Unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir das Video gefallen hat, geil, dass du da warst. Bis morgen. Ich sehe dich dann wieder. Ciao.